whisky.de. Treffpunkt Feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute habe ich einen Knockandu 25 Jahre mitgebracht. Derzeit meines Wissens der älteste erhältliche Knockandu. Es gab da früher mal eine Karaffe. Da waren sie so, ich glaube, 23 Jahre alt, bin mir nicht ganz sicher. Und es gibt immer noch den 21-Jährigen, ich glaube, der heißt Master Reserve, den 18-Jährigen, den 15-Jährigen und natürlich die Brot- und Butterflasche, den 12-Jährigen. Ja, jetzt also 25 Jahre, stolzes Alter, ordentlicher Preis, aber Knockandu gehört im Prinzip noch zu den Preiswerten unter den Single Malt Whiskys. Und dieser 25-Jährige hat nun etwas Besonderes, und zwar lagerte er ausschließlich in First Fill Sherry Casks. Boah, also da erwarte ich mir jetzt ein Traum von einem Whisky. Limitiert auf 4.758 Flaschen. Ja, und immer wenn es was zum Auspacken gibt, dann lasse ich die Flasche eingepackt. Das können Sie hier mal sehen, vorne da Etikett. Und wenn man jetzt aufmacht, schön in Seidenpapier eingepackt, lassen wir jetzt mal hier noch einen Augenblick stehen, weil hier auf der Innenseite sind jetzt gleich schon mal Geschmacksbeschreibungen. Ein Fest für die Sinne und eine Farbe von poliertem Mahogany, also Mahagoni. Sehr starker Antritt und ein großes Panoptikum von Früchten, Wein, trockener Weihnachtskuchen, hartes Karamell, Hard Toffee, trockene Früchte und Trauben. Superbly balanciert, ausbalanciert. Der Geschmack startet süß und weinig. Dann wird es trockener mit entferntem Rauch. Ein langer, warmer Finish mit Kaffee und dunkler Schokolade. Das spricht für diese alten Sherryfässer, oder für die Sherryfässer, die First Fill Sherryfässer. Opulenter Aperitif. Appetizing. Und oder zusammen mit hartem, scharfen Käse. Ja, also mit den Geschmäckern da, Food und Whisky und so, da machen sie ja alle ganz wilde Experimente. Steht da hinten noch was drauf? Nö. Das Papier riecht ein bisschen. Das hat mich gerade etwas irritiert. Das ist die Flasche 1398. Ah, und die ist schon in 2011 abgefüllt worden und erreicht uns erst jetzt 43 Volumenprozente. Gut. Ganz bewusst sehe ich dieses Logo hier, dieses KD, ganz oben, sehe ich jetzt das erste Mal. Da steht dann Established 1898 und KD müsste eigentlich Knockandu Distillery heißen. Schöner Sherry schon am Korken. Überwältigender Sherry. Mit einer leichten eichernen Note schon dabei. Und die Gewürze sind stärker als das Karamell.
Also der ist schon so lang, dass also das Eichenholzfass, das europäische Sherryfass, und wenn der 25 Jahre alt ist, da war bei den Sherryfässern noch durchaus üblich, europäische Eiche zu nehmen und nicht amerikanische Weißeiche für europäische Sherryfässer. Und die europäische Eiche in den Sherryfässern, die gibt halt ein weiter stärkeres Gewürz ab. Sherry-Noten. Die Schokolade finde ich noch nicht, aber ich finde die Eiche viel Eiche. Und dieses weihnachtliche Früchtebrot, das finde ich auch. Oh, heftig, heftig. Jetzt wird er leicht trockener. Aber ich vermisse die extreme Bitterkeit eines solchen alten Sherryfasses. Aber es kommt jetzt so ein bisschen dunkle Schokolade kommt jetzt schon. Und ja, Softwood, also eine Harzigkeit, ist zwar verboten, ist auch sicherlich nicht drin, ist jetzt nur eine Assoziation nach diesem, ja, Pinien, Kiefern, Zedernholz, irgendwas in der Richtung, ne? Und Datteln. Abgang, jetzt beim ersten Mal schon noch da und jetzt, jetzt bleibt diese zarte Bitterkeit vom Kaffee und Kakao und so bleibt jetzt über. Und der Antritt ist durch die 43 Volumenprozente nicht so gewaltig, dass er jetzt noch brennt und glüht und so. Der baut sich jetzt so langsam ab. Das probieren wir nochmal. Jetzt ganz langsam kommt auch vom Brennereicharakter was nach vorne. So eine latente Fruchtigkeit, die jetzt aber gleich vom Fass wieder eingefangen wird. Etwas trocken. Und dieser leichte Rauch, der dort beschrieben war, das ist unter meiner Rauchwahrnehmungsschwelle. Und jetzt bleibt er länger im Mund. Jetzt tut sich auch was. Jetzt wärmt er durch. Und auch diese harten Karamell, die kommen jetzt auch langsam. Also jetzt kommt das Karamell, kann sich dann langsam durchsetzen. Aber wirklich, die ganz harten, ne? Die nicht ganz so süß sind. Ja. Ach, moi. Ja, jetzt vielleicht der Hauch eines Rauchs. Ja, hat man nicht oft die Chance, einen so alten First Fill Sherry Cask zu probieren. Wundervoll. Also so wirklich viele Flaschen davon, 4.758 Stück, sind das für die Welt nicht. Gut, der hohe Preis hält die Welt ein bisschen davon ab, die Regale nun sofort leer zu kaufen. Aber sie sollten sich ranhalten, weil der ja schließlich schon seit 2011 in der Flasche ist. Wie lange er durchhält, keine Ahnung. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.